Schönen guten Tag, meine lieben Freunde. Es ist wieder mal Tag und getreu dem Motto Carpe Diem werden wir jetzt einfach mal die helle Zeit nutzen und ein bisschen was machen und nicht immer nur im Dunkeln spielen. Das ist vielleicht ganz cool und ich habe mir gedacht, wir machen mal einen Bogen. Ja, ich habe nämlich gesehen, dass sie ja Federn haben und da wir jetzt ja Hühner haben und da auch ein paar Bögen, Federn rausbekommen, wenn wir die schlachten, dachte ich mir, können wir ja mal anfangen, mal einen Bogen zu machen. Und ja, wir fangen mal damit an und zwar nach dem Intro. Okay, Bogen zu bauen ist jetzt nicht allzu schwierig. Wir brauchen dafür die Sticks. Da haben wir 16 und wir brauchen Flachsfasern. Twines. Also die Dings, wir brauchen 3 Stück da so dafür. Und dann müssen wir die Holzstöcke so anordnen, glaube ich. Wie ein Bogen und dann die dahin. Ja, genau richtig. Dann bekommen wir den Bow raus. Der hat eine Piercing Damage von 3. Und dann brauchen wir natürlich noch Arrows. Da muss ich selber mal schauen. Arrow. Flint Arrow, Copper Arrow. Die haben minus Piercing Damage. Kupfer. Haben gar keinen Damage oder was? Plus 1 Piercing Damage. Ach so, okay, gut. Wir machen 2, wenn wir die Flint Arrows machen, dann bekommen wir erzeugen wir 2,5 Schaden. Und Copper Arrow haben wir dann 3 Schaden. Das heißt, wir müssen vielleicht erstmal Kupfer Sachen machen. Ich hole mir aber erstmal was zu essen. Kurz Fleisch, ein wenig, ne? Warte mal, das Rod. Das Rod packe ich weg. Beziehungsweise kurz mal hier noch die restliche Birke. Da und da. Denn wir haben auch wieder ein bisschen Platz. Essen ist hier. Jo. 4 haben wir nicht mehr. Aber das ist ja kein Problem. Wir haben ja langsam die Voraussetzung, dass wir uns halt auch ordentlich ernähren können. Erstmal was kurz essen. Ich habe persönlich selber mit dem Bogen noch nicht allzu viel gespielt. Auch auf der letzten Map, da weiß ich, hatte ich einen Bogen, aber ich habe nicht viel damit gemacht. Aber wir können ja mal damit anfangen. Wir können ja mal was damit machen. Ich drück mal R. Okay, das funktioniert. So, ich weiß nicht, ob ich das schon gezeigt hatte. Das ist ja... Hier baue ich ja meine Schmiede. Da habe ich ja angefangen. Das dauert bloß sehr, sehr lange, weil ich diese Blöcke hier alle jizzeln muss. Beziehungsweise habe ich ja eingejizzelt. Die andere kopiere ich dann auf der Werkbank. Aber dauert halt. Und der Rundbogen, der hat am längsten gebraucht, weil ich da ziemlich lange dran rumgespielt habe, dass ich das so halbwegs rund hinbekomme. Und ich finde, das wird langsam. Hier habe ich eine überdachte Feuerstelle gemacht. Und der Rest, hier kommt dann die Hämmer hin und so weiter. Ah, das wird noch. Das wird langsam. Da haben wir noch einiges vor uns sozusagen. Wir brauchen Clay. Habe ich hier irgendwo Clay eigentlich gelagert? Weil ich dachte mir ja eigentlich... Nee, toll. Wir haben aber hier Glas drin. Das Glas können wir noch später nutzen. So, ich hole mir mal Clay, weil wir machen ja die Formen in der Regel hier drüben. Deswegen werde ich mir mal das Clay hier rüberholen. Es sieht halt ja noch voll nach Baustelle aus. Aber das ist ganz cool. So, Arrows. Wie macht man denn Arrows? Haben wir hier Triple Knife, Spare Mold, Knife Mold, Double Knife Mold. Es geht hier gerade irgendwo ein Handy aus. Sag mal, bin ich blöd? Axe Mold? Spare. Triple Knife, Long Blade. Muss man das nicht schmieden? Ah ne, man muss das schmieden, oder? Warte mal. Ich dachte gießen.
Man muss es wohl schmieden. Das ist ja doof. Warte mal. Dann machen wir mal Folgendes. Und zwar Arrow. Arrow. Heads. Okay, das müssen wir schmieden. Deswegen brauchen wir das ja gar nicht. Auch nicht so wild. Wir brauchen dazu Kohle. Erstmal das. Jetzt brauche ich Kohle. Hier ist, glaube ich, Kohle drin. Charcoal. Reicht das, die zwei? Um das zu zündeln? Warte mal, wir haben ja hier eine Fackel. Die können wir ja mal rausnehmen. So. Schauen wir mal, wir müssen eh den Hammer holen. Wir müssen langsam mal hier auch anfangen, die Toolracks hier hinzubringen, damit wir zumindest den Hammer hier haben. Oder wir machen einfach mal eine Toolrack neue. Da ist der Hammer. Mal gucken, ob das reicht. So, ich habe übrigens mal angefangen, dass ich mal einen Kaffee weglasse. Achso, warte mal. Das wird wahrscheinlich gar nicht heiß genug. Oder? Doch, Charcoal sollte heiß genug werden. Denn, also nochmal, um auf den Kaffee zurückzukommen. Denn ich hatte jetzt in der letzten Zeit immer Sodbrennen und hatte immer das Gefühl, dass ich, dass es halt aufgetaucht ist, nachdem ich halt Kaffee getrunken habe. Und da ich in der Früh in der Regel nichts esse, weil ich halt einfach absolut keinen Appetit habe, schlägt das scheinbar auf den Magen, wenn ich Kaffee trinke und nichts im Magen habe. Deswegen versuche ich es jetzt einfach mal mit koffeinhaltigem Tee. Ich habe so schwarzen oder grünen Tee mit Matcha oder was. Da ist Koffein drin und das nehme ich mal als Ersatz. Jetzt die ersten zwei Tage in diesem Jahr hatte ich früh kein Sodbrennen mehr und gehe mal davon aus, dass das passt. Ich habe auch keine Kopfschmerzen, zwecks Koffeinentzug. So, 1100 Grad. Ich denke mal, das passt. Das können wir nehmen. Jetzt müssen wir mal gucken hier. Das ist Copper Spare. Da oben Copper Arrowheads. Copper Arrowheads. Warum kriegen wir hier 6 raus und hier 9? Wahrscheinlich brauchen wir dann noch einen zweiten Barren. Den kann ich mal hier mit drauflegen. So. Ich glaube, da brauchen wir einen zweiten Barren dafür. Wir klatschen das erstmal ein bisschen breit. Und dann treiben wir das mal ein bisschen vor uns hin. Warum geht das nicht? Warum kann ich das nicht hier rüber treiben? Hä? Was ist das für Käse? Die von hier oben kann ich rüber treiben. Aber wieso kann ich die unteren, die flachen, nicht noch weiter nach rechts treiben? Ich meine, ich kann sie doch auch nach links treiben. Hier, wenn ich das jetzt so mache. Sehr komisch. Dann machen wir das erstmal so hier. Ich glaube, liegt daran, dass ich... es liegt daran, dass man das so merkwürdig schmieden muss. So, und hier? Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe noch nie... Also, geschmiedet schon, aber ich habe noch nie diese Arrowheads geschmiedet. Dafür, dass sie... Also ich finde es jetzt schon recht aufwendig, muss ich sagen. Und dabei, dass wir die eventuell dann verlieren, weil wir sie nicht mehr einsammeln, wenn wir sie verschießen. Ach, Manu.
vielleicht doch ein bisschen viel, ne? Was man hier zu tun hat. Kann ich den jetzt hier nach links? Ne, das geht wieder nicht. Warum nicht? Aber ich kann den hier hoch. Ist ja wie so ein Memory hier. Ich glaube, einer reicht. Ich glaube, ein Barren reicht. Aber aber ich glaube, das ist zu kompliziert hier. Das ist mir echt zu aufwendig. Das ist mir ein bisschen aufwendig. So, jetzt haben wir zwei. Die machen wir mal nach da. Und dann ein nach links. Dann nochmal ein nach links. Dann nach oben. Und dann brauchen wir theoretisch nur noch was von hier drüben herholen. Wir hatten auch schon überlegt, dass wir diesen einen Mod mit dazu nehmen. Der uns ja erlaubt, dass wir dann, wenn wir so eine kleinen Blöcke hier rausklopfen, dass wir die dann zurück ins Inventar erhalten. Und das würde sich halt quasi bei solchen eigentlich ganz gut machen. Man kann sie dann halt wieder zusammenschmieden oder gießen zumindest. Oder schmelzen, also in so einem Tiegel. So. Okay, jetzt habe ich 9 von diesen Arrowheads. Oh, meine Güte. Das war jetzt anstrengend. So. Okay, jetzt haben wir hier von diesen... Ich glaube, das nimmt auch ziemlich viel Platz weg. Ich meine, ich habe jetzt hier einen Bogen. Apropos, ich habe hier auch das Stahlding von Tarquinius und der Iron... warte mal. Die können wir im Inventar lassen. Die müssen ja, glaube ich, nicht... Jetzt will ich mal gucken. Ja, ich kann sie wieder einsammeln. Okay. Und das Schwert packen wir jetzt mal weg. Wir können mal gucken, wie das dann später bei der Drifterjagd aussieht. Das Iron-Schwert packe ich mal weg, weil ich habe ja das Stahl-Ding von Tarquinius bekommen. Und das ist ja schon ordentlich. Den Hammer werde ich jetzt auch nochmal wegpacken, weil jetzt werde ich das Ding nochmal schmieden. Das ist ja echt aufwendig. So, dann packe ich mal den Hammer hier oben mit hin. Stöcke packe ich weg, weil ich werde jetzt mal das Feld bestellen. Bei Amazon. Oh Mann, wie oft habe ich den Witz jetzt schon gebracht? Unglaublich. Gras packe ich hier rein. Knochen und so weiter. Ich habe keine Ahnung, wo ich Knochen noch hingepackt hatte. Ich glaube hier, das Knochenmehl habe ich mit. Genau. So. Okay. Wir brauchen auch nur ein Messer mit uns rumführen, nicht zwei. Guck mal, das verschwimmt total hier. Ne, warte mal, was habe ich jetzt eingesammelt? Ach, ich habe den Meisel habe ich eingesammelt. Siehst du, der verschwimmt total mit dem Hintergrund. Das ist ja total krass. So, Rot packe ich mal hier mit rein. Ich habe hier noch Aged Wooden Steps. Die hatte ich, glaube ich, hier. Aged. So, okay, gut. Jetzt hole ich mal die Sense. Da müssen wir mal gucken, weil ich glaube nämlich, dass jetzt, ja, jetzt sieht's gut aus. Jetzt sieht's gut aus. Manchmal ist das noch ein bisschen buggy, muss ich sagen. Hier diese Sense. Wenn man nicht genau trifft. Na? Ich finde, durch diese Animation dauert das jetzt irgendwie alles viel länger. Die Animation sieht zwar ganz cool aus, aber irgendwie dauert es jetzt länger, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Aber mir zumindest. So.
das schwimmt oben. Jetzt haben wir, was haben wir jetzt hier? 64 Flachs. Können wir gleich mal gucken, was die Schweine jetzt aktuell machen. Es ist witzig, es überspringt nicht den Block, ne? Der nimmt immer den angrenzenden und wenn da was dazwischen frei ist, dann greift er nicht mit der Sense drüber. So. Haben wir wieder so viel Straw, da können wir halt wieder, und so viel Rot, da können wir dann auf jeden Fall wieder, Fertilizer herstellen. Wir haben ja auch sehr, sehr viel Fertilizer schon in der, hinten in der Kammer. Na Quatsch, in der Kammer, wie komme ich jetzt auf die Kammer? Die Kammer des Schreckens. Ich meine in dem, hinterm Haus sozusagen, ne? So, mal gucken, ob uns die Hähne wieder angreifen. Oh. Ja, und greift uns zumindest schon mal an. Jetzt muss ich mal gucken, ob hier Eier rumliegen. Nee, da liegen keine Eier rum. Schade. So, folgt uns kein Huhn. Kurz aufpassen, sonst haut wieder der Hahn ab. Das wäre blöd. So, Schweinchens. Ja, die haben... Achso, Hier können wir natürlich... Ah doch, hier können wir es reinmachen. Passt. So, mal gucken, wie lange das dauert. Ich habe ja witzigerweise ein paar Spinnenweben reingemacht. Ich hatte welche im Inventar und ich wusste nicht, was ich damit tun soll. Und habe die halt einfach da hingesetzt. Hat jetzt keinen großen Zweck, sage ich jetzt mal. Es war halt einfach mal so. Loch gefallen. Okay. Jetzt will ich mal gucken. Also, warte mal, ich bring das erstmal weg und dann gucke ich mal, gehe ich mal ein Stückchen und vielleicht will ich auch nur irgendwas Cooles, was ich abschießen kann. Oder ich gehe mal in unsere... Ich weiß, wo wir hingehen. Ich gehe mal in unsere in unseren Steinbruch, denn dort... Ach Quatsch, Rot, nicht Rot. Hier, Flachsfiber. Denn dort sollten ja uns ein paar Drifter begegnen. Straw ist hier voll. Straw hatte ich hier auch nochmal. Genau. Ja, mit unserem neuen Lager, was wir dann haben, wird das auf jeden Fall alles besser. So. Wir gucken mal, ob wir ein paar Drifter finden. Achso, ist er schon hier. Ist er schon. Ah ja. Okay, gut. Ich glaube... Ich glaube, das bringt gar nichts so wirklich. Also, da brauchen wir echt viel Pfeile. Achso. Das Messer. Ich hatte übrigens hier sehr, sehr viel Olivien gefunden, ne? Ich weiß nicht, das hatte ich, glaube ich, im Stream gezeigt. Und, da habe ich auch eine kleine Cave aufgedeckt. Die habe ich aber noch nicht gezeigt, denn das wollte ich mit euch selber machen. Ja, das wollte ich euch zeigen. Die ist nämlich hier unten. Da unten geht's zu einer Cave. Ich hatte mich auch irgendwo schon rausgebaut. Also ich bin da, hab da gebuddelt und bin dann rausgefallen. Und ich glaube, genau, hier geht's dann rein. Ich würde sagen, wir gucken uns das dann in der nächsten Folge an. Ich zeige euch nur mal kurz das Olivien-Vorkommen. Da. Jede Menge Olivien, jede Menge Olivien. Das ist, ich habe mich einmal hier drumherum gebaut. Oder gegraben, nicht gebaut. Drumherum gegraben. Und ich glaube, ich hatte auch schon Glas hergestellt. Muss ich mal schauen. Wir gehen mal zurück. Machen wir hier Home. Das geht halt schneller.
Denn wir hatten nämlich... Ja, hier hinten Glas geschmolzen. Jetzt bin ich mir nicht ganz... ich bin nicht ganz sicher, was das für Glas war. Ob das normales Glas war. Es kann sein, dass das normales... Ja, genau, das war normales Glas, weil wir ja die Fenster hier weitermachen wollten. So. Dazu brauche ich die Säge nochmal. Ich muss nur das Glas schön zersägen. Dann machen wir Upsala, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich, warte. Ich wollte eigentlich das haben. So, genau. Die können wir eigentlich auch gleich mal hochkant stellen. So. Dann können wir nämlich hier mal weitermachen. Ein paar Fenster brauchen wir noch. Wobei die hier, weiß ich noch nicht. Ich weiß noch nicht, wie unser Dings aussehen wird. Toll. Wieso setzt denn der den da hin? Muss ich den von außen setzen oder was? Tatsächlich. Oh, ja, klar. Ja, ja, natürlich. Da hätte ich das auch gar nicht, die schon so setzen müssen, wenn die sich eh wieder drehen. Ausgebrannte Fackeln. So, da kommen wir wenigstens mal ein bisschen mit unserer Schmiede voran. Ja, das ist hier halt die Frage, ne? Ich werde... hier vorne mal das Glas reinsetzen. Hier fehlt uns noch Glas. Hier können wir das nochmal zumachen, das Fenster. So viel Glas brauchen wir scheinbar gar nicht mehr. So. Hier habe ich drei... Doch, da auf der anderen Seite auch. Okay, gut, jetzt sieht das ja eigentlich schon mal ganz cool aus. Hier werde ich die Gläser mal noch mit reinmachen, weil ich glaube, so weit nach vor kommen wir nicht. So. Also sieht das schon mal ganz cool aus. Das Getriebe werde ich auf jeden Fall so bauen, wie ich es in dem letzten Video gezeigt habe. In dem kurzen... Anschauungsvideo zu diesen Gears. So. Okay. Und die Hochöfen. Kommen wir mal hin. Mal sehen, wann wir anfangen mit Stahl zu produzieren. Ich glaube, das wird noch sehr, sehr lange dauern, bis wir hier wirklich mal mit Stahl was anfangen können. Den Rest packe ich mal hier mit rein. Dass wir das beisammen haben. Das Glas, weiß ich nicht. Das lasse ich auch mal hier. Weil, bräuchten wir dann nochmal. Zumindest, wenn wir dann die Fenster hier noch mitmachen wollen. Ja, ich würde sagen, wir machen heute erstmal wieder Schluss für die Folge. Und wir sehen uns einfach morgen wieder. Und denkt dran, heute ist auf jeden Fall Stream. Das hatte ich versprochen gehabt. Das ist der erste Stream in diesem Jahr und den möchte ich natürlich nicht auslassen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr wieder zahlreich mit im Stream erscheint. Das würde mich freuen. Und ja, wer mich nicht kennt, der kann natürlich gerne mal noch ein Abo da lassen. Ich bringe ab und zu mal ein paar Tutorials raus und so weiter. Und wenn ihr Tutorials euch wünscht, dann lasst mir doch mal einen Kommentar da. Und sagt mir doch mal bitte, was ihr euch wünscht. Dann können wir das natürlich gerne einrichten. Es kamen jetzt schon ein paar Sachen an. Ich werde vielleicht mal gucken, dass ich mal so zu einem Tutorial zu den Trichtern mache. In Verbindung mit Mechanik. Müssen wir mal gucken, was wir da machen können. Und vielleicht wird es dem einen oder anderen dann halt ein bisschen klarer, wie das Ganze funktioniert. Gut, alles klar. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Macht's gut bis dahin und bleibt so schön. Tschüss.